Ich möchte Sie herzlich zur Ausstellung Stefan Zweig, Weltautor, einladen. Diese Ausstellung wird weltweit von den österreichischen Kulturfonds und Botschaften gezeigt. Es erwartet Sie auch ein besonderes Highlight. Die österreichische Schauspielerin Maria Happel liest ausgewählte Texte aus dem Werk von Stefan Zweig. Ich wünsche Ihnen eine spannende Ausstellung und Lesung. Es gab in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch international nur ganz wenige Autorinnen und Autoren, die so bekannt waren wie der Österreicher Stefan Zweig. Um 1930 war er sicher der meist übersetzte deutschsprachige Autor. 1928 zum Beispiel erschien eine Gesamtausgabe seiner Werke in der Sowjetunion. Da war er noch nicht einmal 50 Jahre alt. Und ein weiteres Indiz für diese weltweite Wirkung sind die vielen Vortragsreisen, die er unternahm durch Nordamerika und Südamerika und natürlich durch Europa. Und zum Zweiten, und das ist ein zweiter Punkt in der Ausstellung, er war ein begeisterter Reisender von Jugend an. Er hat vor dem Ersten Weltkrieg Indien besucht, das damalige Ceylon, Burma, das damalige Burma. Er hat zum ersten Mal Nordamerika besucht und er ist nach seinem Weggang aus Salzburg 1934, in Deutschland waren schon die Nationalsozialisten an der Macht, auch in den 30er Jahren noch mehrmals über die Ozeane gefahren, ebenfalls nach Nordamerika, nach Südamerika und hat auch von Anbeginn an begeistert darüber geschrieben. Zum Dritten haben ihn die großen Entdeckerfiguren in der Weltgeschichte interessiert. Und dann gibt es noch einen Aspekt, und der betrifft die großen Weltideen, für die Stefan Zweig steht. Europa ist das eine, Pazifismus und Humanismus ist das andere. Und all das versuchen wir durchaus kritisch in dieser Ausstellung darzustellen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Ausstellung Stefan Zweig, Weltautor. Die 10 Wege zum deutschen Ruhm. Eine Rechenaufgabe für junge Schriftsteller. Beitrag Stefan Zweigs zur Karnevalausgabe der Zeitschrift Der Ruf 1912. Der deutsche Ruhm ist, solange die Kritik bei uns nicht kritisch, sondern sentimental ist, eine Angelegenheit nicht des Verdienstes, sondern der Geschicklichkeit. Ein paar Ratschläge seien Jüngeren und Auftretenden darum gegeben. Der erste. Pflege deinen Körper, damit du alt werdest. Der deutsche Ruhm wächst nicht aus Werken, sondern aus Jubiläen. Die Kunst, berühmt zu werden, geht Hand in Hand mit Diätetik, der Kunst der Langlebigkeit. Du musst 50 Jahre werden, dann 60, dann 70. Mit 80, wenn du es erlebst, bekommst du den Nobelpreis. Der zweite. Schreibe viel und kümmere dich nicht um Qualität. Non multum sed multa. Wir leben in einem Lande, wo Tüchtigkeit sichtbar sein will und Fleiß als Tugend, ja, als Talent gilt. Sei umfangreich in deinen Werken, solange Langeweile noch mit Literatur identisch ist. Ändert sich der Geschmack, so ändere dich mit.
Das Hauptbuch, das Sie hier sehen, ist vielleicht das Herzstück dieser Ausstellung. Es ist ein einzigartiges Dokument, ein Unikum in der Literaturgeschichte, das wir für andere Autoren nicht haben. Es ist nach dem Modell eines Kontorbuches konzipiert, eines Kontorheftes. Und hier hat Stefan Zweig die einzelnen Verträge eingetragen, die er mit den verschiedenen Verlegern abgeschlossen hat, die vielen Übersetzungen seiner Bücher, die Lizenzen, die Auflagenhöhen, die seine Bücher erreicht haben, die verschiedenen auch Namen der Übersetzer und die Erträge, die ihm diese Bücher eingetragen haben. Dieses Buch zeigt, mit welchen unternehmerischen Fähigkeiten Stefan Zweig seine literarische Tätigkeit gemanagt hat. Das zeigt, dass Stefan Zweig ein sehr guter Manager seiner selbst war, ein wichtiger Meister der Selbstpromotion, kann man sagen. Und das ist sicher ein wichtiger Faktor für seinen Welterfolg, für seinen einzigartigen Ruhmes, für den Ruhm, den laut Thomas Mann bis in die kleinsten Winkel der Erde gereicht hat. Ganz, ganz wichtig für seine Erfolge war auch das einzigartige Netz an internationalen Verlegern, Cheflektoren, Schriftstellerfreunden, das er sein ganzes Leben lang aufgebaut hat. Und am Schluss ist es auch zu erwähnen, dass diese großen Fähigkeiten, vielleicht unternehmerische Fähigkeiten von einigen Schriftstellerfreunden belächelt worden sind, zum Teil mit Neid ist es über sie ironisiert worden. Rio de Janeiro, Einfahrt. Frühmorgens warten schon alle Passagiere ungeduldig an Bord, mit Ferngläsern und Kameras bewaffnet. Keiner will, so oft er sie auch schon bewundernd gesehen, die berühmte Einfahrt in Rio de Janeiro versäumen. Aber noch glänzt das Meer blau und metallen wie seit Tagen und Tagen. Beruhigende und gleichzeitig ermüdende Monotonie. Und doch, man fühlt es, dass man sich dem Land nähert. Man atmet die nahe Erde, noch ehe man sie sieht. Denn feucht und süß wird mit einmal die Luft. Weicher fühlt man sie an Mund und Händen. Ein dunkler Duft schwebt unmerklich her. Gebraut in den Tiefen der riesigen Wälder, aus Pflanzenatem und Feuchte der Kelche, jener unbeschreibbare, warme, schwüle und gärende Brodem der Tropen, der auf eine süße Art einen gleichzeitig trunken und müde macht. Jetzt endlich in der Ferne ein Umriss. Eine Bergkette zeichnet sich unsicher wolkenhaft in den leeren Himmel hinein, und in dem Maße, als das Schiff näher stampft, festigen sich ihre Konturen. Es ist die Bergkette, die mit aufgespannten Armen die Bucht von Guanabara beschirmt, einer der größten der Erde. Ohne den Rhythmus des Reisens, ohne die rollenden Eisenbahnräder, ohne die langen Schiffspassagen über die Weltmeere ist Stefan Zweigs Schreiben kaum vorstellbar. Der Stier hier neben mir zum Beispiel begleitete Stefan Zweig auf der Überfahrt von Rio de Janeiro nach Buenos Aires im Jahre 1936. Stefan Zweig hat zahlreiche Feuilletons und Reiseberichte über diese vielen Reisen
geschrieben. Er hat zum Beispiel die geopolitische Bedeutung Indiens bereits vor dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Er war begeistert von technischen Höchstleistungen, wie etwa dem Bau des Suezkanals oder dem Bau des Panamakanals. Und er war buchstäblich immer unterwegs. Wir zeigen in der Ausstellung eine ganze Reihe von bedeutenden Notizbüchern, Tagebüchern, die diese Reisen in alle Weltgegenden dokumentieren. Magellan. Der Mann und seine Tat, 1938. Am dritten Tag kehrt gehorsam die ausgesandte Schaluppe zurück und wieder winken schon von Ferne die Matrosen, wie damals an dem Tage Todos los Santos, da sie den Eingang zur Straße entdeckten. Nun aber, tausendmal wichtiger dies, haben sie endlich den Ausgang gefunden. Sie haben das Meer, in das dieser Kanal mündet, mit eigenen Augen gesehen, das Mar del Sur, das große, unbekannte Meer. Thalassa, Thalassa, der tausendjährige Jubelruf, mit dem die Griechen nach endloser Fairness heimkehrend das ewige Gewässer begrüßten, hier hallt es wieder in einer anderen Sprache und doch mit gleicher Begeisterung. Selig schwingt es sich auf in eine Sphäre, die noch nie den Jubel menschlicher Stimme vernommen. Diese eine Minute ist Magellans großer Augenblick. Jener Augenblick äußerster und unüberbietbarer Entzückung, wie ihn jeder Mensch in seinem Leben nur einmal erlebt. Alles hat sich erfüllt. Er hat das Wort eingelöst, das er dem Kaiser gegeben. Er hat wahrgemacht. Er, der Erste und Einzige, was Tausende vor ihm nur träumten. Er hat den Weg in das andere Meer gefunden. Gerechtfertigt und der Unsterblichkeit geweiht, weiß er sein Leben durch diesen Augenblick. Ein Schwerpunkt unserer Ausstellung ist dem Weltumsegler Magellan und der Magellan-Biografie Stefan Zweigs gewidmet. Die Victoria hinter mir war das einzige Schiff aus Magellans Flotte, das seinen Ausgangspunkt, das spanische Sevilla, wieder erreicht hat. Diese Figur und die Biografie Stefan Zweigs eignen sich besonders gut, das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit darzustellen. Zwischen mythischer Entdecker-Abenteurererzählung, einer Erzählung, die auch den Fortschritt des menschlichen Geistes illustrieren sollte, und den historischen Fakten, der historischen Wirklichkeit. Denn der wahre, der wirkliche Magellan war in erster Linie ein Kolonisator im Dienste der spanischen Krone. Ergänzend zu einem Notizbuch Zweigs zum Magellan, das auch zeigt, was für ein Rechercheur er war in der Bearbeitung historischer Stoffe, zeigen wir etwa eine wunderbare illustrierte, kolorierte Karte aus den Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek und auch Reiseberichte des Chronisten der Reise, der dabei war und überlebt hat, Antonio Pigafetta hieß er. Und zu sehen sind, oder zu sehen ist vor allem diese berühmte Passage, eben die Magellanstraße aus dem Atlantischen Ozean in den Pazifischen Ozean, deren Suche Zweig auf so dramatische Weise schildert. Die Welt von gestern, 1942. In der Tat, nichts vielleicht macht den ungeheuren Rückfall sinnlicher, in den die Welt seit dem Ersten Weltkrieg geraten ist, als die Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit des Menschen und die Verminderung seiner Freiheitsrechte. Vor 1914 hatte die Erde allen Menschen gehört.
Jeder ging, wohin er wollte und blieb, solange er wollte. Es gab keine Erlaubnisse, keine Verstattungen. Und ich ergötze mich immer wieder neu an dem Staunen junger Menschen, sobald ich ihnen erzähle, dass ich vor 1914 nach Indien und Amerika reiste, ohne einen Pass zu besitzen oder überhaupt je gesehen zu haben. Man stieg ein und stieg aus, ohne zu fragen und gefragt zu werden. Man hatte nicht ein einziges von den 100 Papieren auszufüllen, die heute abgefordert werden. Es gab keine Permits, keine Visen, keine Belästigungen. Dieselben Grenzen, die heute von Zollbeamten, Polizei, Gendarmerieposten dank des pathologischen Misstrauens aller gegen alle in einen Drahtverhau verwandelt sind, bedeuteten nichts als symbolische Linien, die man ebenso sorglos überschritt wie den Meridian in Greenwich. Stefan Zweig hat sich als Vordenker Europas einen Namen gemacht. Wie kein anderer Schriftsteller hat er sich in vielen Reden und Aufsätzen über ein geeintes Europa Gedanken gemacht. Und die Europäische Union hat diese Rolle als Vordenker Europas gewürdigt, indem ein Gebäude des Europäischen Parlaments neulich nach ihm benannt wurde. In der Ausstellung zeigen wir Fragmente des Dramas Adam Lux, in dem er die Utopie der Vereinigten Staaten Europas entwirft. In der Welt von gestern skizziert er die Vision eines Europa ohne Grenzen und er erinnert sich an die Zeit von 1914, in dem er nach Amerika und nach Indien reisen konnte, ohne ein einziges Mal den Pass zu zeigen und ohne die vielen Formulare auszufüllen, die man heute auszufüllen hat, um zu reisen. Die Ausstellung inszeniert die Positionen von Stefan Zweig zu Europa als Teil eines polyphonischen Gesprächs, als Stimmen in einem mehrstimmigen Gespräch und stellt sie in einem Zusammenhang mit anderen Stellungnahmen, mit anderen Büchern zu Europa, in denen Europa sehr kontrovers diskutiert wird. Thank you.